Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp. Und für mehr Trading-Tipps lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Und heute habe ich eine richtig gute Methode für euch am Start. Und zwar haben wir hier zwei kleinere Sniping-Filter, die im Moment sehr gut gehen. Die gehen aber nur noch circa zwei Tage, weil da dann die Top-Partien auslaufen. Und man diesen Trading-Tipp eben nur aufgrund der Top-Partien machen kann. Das heißt, macht den Trading-Tipp auf jeden Fall so bald als möglich, damit ihr da wirklich viele Coins abstaubt. Und dann zeige ich euch das Ganze einfach mal. Also, wir haben hier die Super League, dann beschickt das und dann seht ihr hier auch schon, dass wir wirklich jede Karte für 1400 Münzen wegbekommen und wir snipen die einfach für unter 1200. Ich habe das Ganze vorhin schon mal aufgenommen und da war dann aber leider mein Audio weg, keine Ahnung warum, aber jetzt muss ich das Ganze eben nochmal machen und hier bekommen wir dann direkt einen für 1200, den können wir eben reinstellen für 1400, wie wir es uns vorhin angeschaut haben und dann würde ich sagen, snipen wir uns noch eine Karte von Besiktas. Schade, den haben wir jetzt gerade nicht bekommen, aber ich gebe da jetzt einfach mal mein Bestes, dass wir da direkt noch eine Karte bekommen und eigentlich kommen da ziemlich häufig Spieler rein. Ja, wir versuchen jetzt einfach noch eine Karte zu bekommen. Ich rate euch dann auch immer wirklich hier 150 oder so einzustellen, damit das Ganze irgendwie aktualisiert wird. Also ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht und ich würde auch hier bei 10 Millionen oder so das Ganze machen, weil da angeblich die Gefahr, dass man, vom Transfermarkt gebannt wird, die ist dann natürlich viel, viel geringer, als wenn ihr da unten bei 2000, 3000 sniped. Also das ist natürlich besser, weil da die Abstände größer sind zwischen den zwischen den Preisen, wo ihr eben sniped. Und ja, hier haben wir dann einen Türken bekommen und zwar den Zengin und der ist sogar 1600 oder so wert. Haben wir hier gerade gesehen, 2400 wird auf ihn geboten und ich würde sagen, den stelle ich einfach mal so für 2000 rein, sodass wir da auf jeden Fall nicht den zu billig wegbekommen. Aber das sind einfach mal über 1000 Münzen gewinnen, also richtig, richtig nice, dass wir hier so viel Gewinn machen. Und die zweite Sniping-Methode bzw. das zweite Sniping-Filter ist dann einfach genau dasselbe, glaube ich, mit Galatasaray, oder was heißt glaube ich, das ist eigentlich genau dasselbe, nur dass halt die Price-Ranges oder beziehungsweise einfach die Preise ein bisschen anders sind. Also bei Galatasaray sind die Spieler so circa 1100 Münzen wert, also da bekommt ihr eigentlich jede Karte für 1100 Münzen weg, wie ihr hier gerade sehen könnt. Da könnt ihr einfach so für 900 Münzen snipen. Das ist natürlich nicht ganz so gut wie bei Besiktas, aber wenn ihr da eine Karte bekommt, macht ihr halt trotzdem einen starken Gewinn. Und es kommt auch immer darauf an, welche Karte ihr bekommt. Ihr habt ja vorhin gesehen, mit Zengin haben wir über 1000 Münzen einfach mal gemacht, weil der halt einfach Torwart ist und deswegen war der anscheinend mehr wert. Und hier ist es auch schwieriger, Karten zu bekommen, aber es kommen anscheinend mehr Karten rein. Also ihr seht da kommt bei jeder Suche eine Karte rein und hier haben wir auch einen bekommen. Und zwar ist das der Mendes Rodriguez. Schauen wir einfach mal nach auf den Preisvergleich und der ist eben so circa 1200 Münzen wert. Ich stelle ihn dann einfach mal so rein, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen drauf bieten kann. Also ja, okay, machen wir einfach so 1000 Münzen, 1200. Der geht safe für 1200 Münzen weg und ich versuche jetzt noch eine Karte zu bekommen. Also ihr seht wirklich, das geht richtig schnell und da kommen auch sauhäufig Spieler rein. Ah, schade, jetzt habe ich mich verdrückt. Und ja, Freunde, ihr müsst auf jeden Fall auch eine halbwegs gute Internetleitung haben. Ihr müsst auch halbwegs gut snipen können, sonst geht das Ganze natürlich nicht ganz so gut. Hier haben wir dann direkt auch noch einen Derdiok bekommen. Gehen wir auf den Preisvergleich, der dürfte 1100 Münzen wert sein. Also das ist jetzt nicht der Riesengewinn, aber immerhin 150 Münzen. EA-Gebühren müsst ihr natürlich immer abziehen, das sind 5%. Aber ansonsten, macht ihr da einfach nur einen saustarken Gewinn. Und was ich euch auch noch raten kann, ist, dass ihr alle mal in euren Verein reingeht und dann die Mannschaften der Top-Partien absucht, sag ich mal. Und die dann eben erst bei den Spielern dieser Mannschaften den Preisvergleich macht in eurem Verein und schaut, ob die Spieler was wert sind. Ich habe ganz, ganz viele Spieler gefunden, die was wert waren bei mir. Und zwar waren da welche von Besiktas und Galatasaray. Aber dadurch, dass eben meine Aufnahme abgebrochen ist, beziehungsweise mein Audio einfach nicht aufgenommen hat, habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt einfach nochmal und deswegen kann ich euch das jetzt nicht nochmal zeigen, dass ich in den Verein gehe und die Spieler suche. Aber ich denke mal, da haben sich schon welche verkauft, jawohl, da haben sich auf jeden Fall zwei Spieler verkauft, die hat sich beide im Verein. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Methode und ja, dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem heutigen Trading-Tipp. Falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst einen Daumen nach oben da und da bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars!